Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo immer ihr euch befindet auf dieser Welt. Mein Name ist Stefan Daniel Hessmann und ich wohne in Bielefeld. Das reimt sich sogar. Wo immer ihr euch befindet auf dieser Welt, ich sitze hier in Bielefeld. Gut, ich möchte heute mit euch ein Thema durchgehen aus diesem wunderschönen Buch. Das beste Buch der ganzen Welt. Die Bibel, das ist die Verfassung des Reiches Gottes. Und ich möchte mit euch ein Thema durchsprechen, was sehr oft vergessen wurde. Die Macht unserer Worte. Es ist ein Geheimnis, das viele Leute nicht wissen. Warum geht es vielen Leuten so schlecht? Warum sind Personen dort, wo sie sind und kommen nicht vorwärts? Warum drehen sich Leute immer wieder im Kreis? Hier in diesem Buch finden wir die Anleitung. Und wir lesen aus Sprüche Kapitel 18 und Vers 20. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sie satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Der weise Salomon gab zu erkennen und sagte, weißt du was, deine Zunge, dein Mund hat Macht. Das, was du aussprichst und vom Herzen glaubst, wird sich in der Zukunft realisieren. Ich gebe ein Beispiel. Kurz nach meiner Bekehrung im Jahre 1993, 94 sagte ich eines Tages, ich komme zurück nach Deutschland als Missionar. Aber ich war ein armer Mensch. Ich bin im Land, auf dem Lande aufgewachsen. Ich hatte kein Geld, ich hatte nichts. Aber ich vertraute, dass das, was ich mir vorstellte, sich erfüllen würde. Ich habe in mir mich entschieden, ich werde Gottes Wort verkünden. Weltweit. Ich wusste nicht, wie es gehen sollte. Aber auf einmal war ich im Radiosender Pueblo Mio in Argentinien und ich fing dort an, Gottes Wort zu predigen. Dann habe ich gedacht, ich möchte aber weiter. Ich möchte nach Brasilien. Und irgendwann mal war ich dann in Brasilien und habe Gottes Wort gepredigt. Und irgendwann mal sagte ich, ich möchte eine Missionarin heiraten. Und ich stellte mir vor, eine hübsche Frau an meiner Seite und wir würden die Welt missionieren. Und auch dieser Ausspruch hat sich in meinem Leben realisiert. Und dann heilete dich meine schöne Natalie. Und dann sagte ich, ich möchte aber immer wieder zurück nach Argentinien. Ich möchte Gottes Wort predigen. Ich möchte singen vor großen Menschenmengen. Und auch das hat Gott erfüllt. Stelle dir vor, du Zuseher, Zuhörer, wie du in meinem schönen Auto sitzt und schöne christliche Musik hörst. Stelle dir vor, wie du ein glückliches Leben führst. Stelle dir vor, ein eigenes Haus zu haben und so viele Dinge. Aber du musst es aussprechen. Du musst es dir bereits vorstellen. Reinhard Bonke kam in der Gegenwart Gottes und sagte, ich möchte ein blutgewaschenes Afrika sehen. Und er bat um eine Vision und sagte, Herr, ich stelle mir vor, wie vor einer großen Menschenmenge Gottes Wort predigen werde. Und
Es ist Realität geworden. Die Bibel sagt, von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sie satt. Das, was du heute im Glauben aussprichst, mit deinen Worten, mit deinen Gedanken und mit deinem Herzen, wird sich realisieren und wird sich materialisieren. Ist nur eines wichtig, dass was du tust, was du denkst, tu es zur Ehre Gottes. Tu es aus Liebe zu deinem Nächsten. Denn du kannst, wenn du böse Dinge planst, böse Dinge dir denkst, böse über andere Menschen denkst, dann wird sich auch das realisieren. Wenn du böse denkst über andere Menschen, wenn du böse Absichten hast, das wird sich auf dein eigenes Leben widerspiegeln. Jesus sagte in Lukas Kapitel 6, Vers 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes Herz voll ist, des geht der Mund über. Denk mal drüber nach. Was redet dein Mund? Wo sind deine Gedanken? Wenn du sagst, ach, ich bin so krank, mir geht es so schlecht. Ach, ich bin ein so armer Mann. Dann wirst du krank und arm bleiben dein ganzes Leben lang. Wenn du schlecht denkst über deine Kinder, meine Kinder sind, ja, das wird mal sicherlich Drogensüchtige, dann werden genau diese Dinge eintreffen. Aber wenn du sagst, meine Kinder, sie werden Pastoren werden, sie werden Gott dienen, sie werden Gottes Willen vollbringen, Halleluja, dann wird es geschehen. Und du musst es dir schon vorstellen. Ich stelle es mir immer wieder vor, wie ich im Flugzeug sitze, wie ich die Welt bereise. Und auf einmal bekomme ich einen Anruf. Hallo, wir bezahlen dir einen Flug nach Brasilien, damit du hier predigst. Auf einmal kommt jemand vorbei und sagt, weißt du was? Ich schenke dir das und jenes. Aber du musst es dir schon vorstellen, du musst es im Glauben aussprechen und du musst es mit dem Herzen glauben. Darin liegt das Geheimnis. Solange du negativ denkst, werden diese negativen Gedanken wie ein Magnet dich anziehen und diese negativen Gedanken werden sich negativ materialisieren. Das ist biblische Prophetie. Viele Leute reden schlecht über die Regierung, über die Bundeskanzlerin, über die Leute. Lieber Bruder, liebe Schwester, mach es nicht. Wir sind da, um unsere Nächsten zu segnen. Ich segne Angela Merkel, auch wenn sie vielleicht aus vieler Sicht keine gute Arbeit leistet. Ich segne die Politiker. Ich segne auch Präsident Lula. Er hat viel Schlechtes getan. Aber wir sollen unsere Nächsten lieben. Und die Sünde sollen wir hassen. Denn jeder Mensch hat einen rechtlichen Anspruch auf Rettung. Jesus ist am Kreuz gestorben für jeden Menschen. Jesus hing an einem Kreuz, hat sich arm gemacht. Er wurde verwundet um meinet und deinet Willen.
damit du und ich gesegnet werden und diesen Segen weitergeben. Ich lade dich ein, lieber Bruder, spreche Segen über deine Familie, über deine Firma, über deinen Nächsten. Ja, spreche Segen aus und Rettung und Befreiung über die Ungläubigen. Rette Segen aus über den Nachbarn, selbst wenn er noch kein Christ ist. Aber sage, ich segne ihn. Spreche Segen aus über die Muslime, über diejenigen, die dir das Leben schwer machen. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, liebet eure Feinde. Segnet diejenigen, die euch fluchen. Richard Wurmbrand war viele Jahre im Gefängnis. Er wurde gefoltert, er wurde geschlagen. Man hat ihm Dinge angetan. Und in seinem Zeugnis sagt er hat niemals diesen Menschen, die ihn und andere Christen gefoltert haben, etwas Böses gewünscht. Ganz im Gegenteil. Sie haben sie gesegnet und Richard Wurmbrand und viele andere Geschwister, die wegen dem Evangelium leiden. Segnen. Segnen den Präsidenten von China. Nicht seine Taten, aber seine Person. Segne die Regierung. Segne die Menschen, die um dich sind. Ob sie dich lieben oder ob sie dich hassen. Spreche Segen aus. Über deine Familie, über deine Kinder, über deine Frau. Spreche Segen aus über deine Nachbarn. Ich sage zu den muslimischen Kollegen, ich sage zu ihnen absichtlich, Bruder. Und den Muslimen Schwestern. Und ich werde scharf kritisiert deswegen. Weil sie noch nicht bekehrt sind. Aber ich sage es ihnen aus einem Grund. Weil ich mir damit signalisiere, dass sie sich bekehren werden. Lieber Bruder Mohammed. Liebe Schwester. Keine Ahnung wie. Und damit glaube ich, gedanklich und mit dem Herzen, eines Tages wird dieser Mann, dieser Atheist, dieser Buddhist, dieser Satanist, eines Tages mit einer Bibel in der Hand stehen und Gottes Wort verkünden, weil ich es im Glauben ausgesprochen habe. Wenn ich eine Prostituierte sehe, einen Homosexuellen, einen Drogensüchtigen, anstatt diese Person zu verdammen, dann spreche ich schon jetzt aus. Im Namen Jesu, diese Person wird frei werden. Ein Evangelist, eine Missionarin. Wichtig ist, dass wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir es aussprechen, dass wir es prophezeien, dass wir das, was der Teufel kaputt gemacht hat, durch negative Dinge, durch schlimme Sachen, dass wir diese Leute durch Segnungen losbinden und sie freisprechen. Halleluja! Unsere Worte haben Macht. Was denkst du denn jetzt? Was denkst du, wenn du schläfst? Was denkst du in dir, wenn du negative Gedanken hast? Dann binde diese negativen Gedanken und dann vertausche sie. Wenn deine Gedanken sagen, du bist krank, du bist schwach, du kannst es nicht, dann schmeiß das Ding in die Tonne und sag, nein, alles vermag ich durch Christus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Wenn irgendwelche Dinge in deinem Leben schief laufen, dann ist es irgendwo ein Problem. Entweder ist es eine kurzfristige Prüfung oder es ist deine
undisziplinierte Sprachweise, die dich in diese Situation hineinführt. Ein ganz wichtiger Punkt ist Dankbarkeit. Seid dankbar in allen Dingen. Ich habe nur ein einziges Paar Schuhe. Preist den Herrn. Andere Leute haben keine Schuhe und gehen barfuß. Ich habe einen fast leeren Kühlschrank. Andere Leute haben keinen Kühlschrank und haben auch nichts zu essen. Dankbarkeit Gott gegenüber für das, was man hat. Jesus sagt eines Tages, du warst treu in wenigen, ich werde dich über viel sehen, setzen. Sei dankbar für das, was du heute hast. Preise Gott für alles, was du hast. Preise Gott für deine Situation. Dr. Arne Nelson hat eine Aussprache und er sagt, wenn es dir schlecht geht, dann danke Gott dafür, denn es gibt anderen Leuten, denen geht es noch schlechter. Wenn du krank bist, dann sage, danke Jesus, denn ich werde bald von dieser Krankheit aufstehen. Liebe Schwester, ich habe ein Herzproblem. Die Ärzte haben gesagt, du hast ein Herzproblem. Ich sage aber, ich fühle mich gesund, ich bin gesund. Und ich fühle mich gesund. Ich entscheide mich dafür, mich gesund zu fühlen, glücklich zu sein, zu strahlen, dankbar zu sein. Ja, das ist das Geheimnis. Verändere deine Denkweise, verändere deine Position und Gott verändert deine Situation. Ganz gleich, wie es dir jetzt geht, denke mal komplett positiv. Hebräer 12, Vers 2 sagt, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Er hat alles für dich getan. Er hat alles für dich bezahlt, damit du eine veränderte, eine positive Denkweise hast. In jeder Situation, in jeder Lage, zu jeder Tageszeit, zu jeder Nachtzeit. Spreche positive Dinge aus. Ab heute, ich möchte jetzt für dich beten. Aber wenn du jetzt etwas, wenn du merkst, dass deine Worte dich nach unten getrieben haben, dann tu Buße. Wende dich. Buße tun heißt eine 180-Grad-Wende, sich im Glauben auf Gottes Wort und auf Christus zu wenden. Und Gott wird seine Gegenwart verwenden, um dich zu verändern. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Guilherme Colgate sagte, ich möchte viele Missionare aussenden. Ich wiederhole, alles was du tust, alles was du denkst, das ganze Positive, denke es, tu es zur Ehre Gottes. Nicht um dich selbst zu bereichern. Viele Leute da draußen denken positiv und auch sie sind gesegnet. Viele Leute planen in den jungen Jahren Millionär zu werden. Es funktioniert, weil Gott dies in den Menschen hineingelegt hat. Gott hat dem Menschen diese Macht, diese Autorität gegeben, um das Umwelt zu verändern. Bloß es bringt nichts, wenn du heute denkst, ich werde in 10 Jahren Millionär. Und es kann passieren, ob du an Jesus glaubst oder nicht, dass es geschieht. Bloß es bringt nichts,
wenn du auf dieser Erde Schätze sammelst und Noah an dich selbst denkst und dann irgendwann mal stirbst und nicht für Gott gelebt hast. Du kannst ein Millionär werden. Du kannst einen Porsche fahren. Du kannst 20 Häuser haben. Es ist möglich, wenn du es dir vorstellst, wenn du daran glaubst. Und ganz wichtig ist, wenn es geschieht, verherrliche damit Jesus. Verherrliche damit nicht dich selbst. Diene damit anderen Menschen. Und du wirst auf dieser Erde Freude haben, Wohlstand und am Ende das ewige Leben. So steht es in der Bibel. Gott segne euch alle. Ich möchte mit euch beten. Wenn du noch nicht bekehrt bist, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast als dein Retter, wenn du immer noch negativ denkst, wenn du immer noch so denkst wie in der Vergangenheit ohne Christus, fülle deinen Schatz jetzt mit guten Gedanken, mit guten Plänen für dich und für deinen Nächsten. Fülle dein Herz mit dem Wort Gottes. Wir lesen in Hebräer 11 die Helden des Glaubens. Sie haben geträumt. Sie haben geglaubt. Es waren Visionäre. Und es wurde ihnen zuteil. Das, was du heute denkst, das, was du heute glaubst, das, was du heute aussprichst, wird sich morgen erfüllen. So steht es in der Bibel. Ich möchte mit dir beten. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben gelassen hast, wenn du noch nicht bekehrt bist, heute ist der Tag der Rettung. Und wenn du bis heute nur negativ gedacht hast, heute möchte Jesus dich befreien. Heute möchte auch darin Jesus dir vergeben. Denn mein Wort, meine Bibel sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. 1. Thessaloniker 5, Vers 16. Freut euch alle Zeit. Halleluja. Wenn du krank bist, dann wollen wir jetzt beten. Und ich glaube und ich sehe, dass die Personen bis jetzt krank sind. Und du kannst es dir vorstellen, wie es ist, wenn man wieder gesund ist, wenn man wieder arbeiten kann. Stell es dir vor. Stell es dir vor, denke darüber nach. Stell dir vor, wie es sein wird, eine glückliche Familie zu haben, hier auf dieser Erde und ewiglich im Himmel mit Jesus zu sein. Himmlischer Vater, du hast uns durch dein Wort gezeigt, Sprüche Kapitel 18, Vers 20, 21 und auch Lukas 45 steht ganz klar geschrieben, dass das, was wir heute aussprechen, das, daran, was wir heute denken, wird sich in der Zukunft realisieren. Ich bitte dich, Herr Jesus, lass die Personen, die uns jetzt sehen, über Facebook, über YouTube, lass sie jetzt eine glorreiche Zukunft sehen und erleben. Herr, du siehst die Not dieser Person, von diesem Bruder, von dieser Schwester. Sei es materiell, sei es geistig, sei es psychisch. Und ich spreche jetzt den Sieg auf Golgotha in jede Situation hinein. In diese Person, die jetzt krank ist. Herr Jesus, auf Golgotha hast du die Krankheit besiegt. Und wir sind frei. Frei, frei, frei. Durch das vollbrachte Erlösungswerk von Golgotha. Herr, auch du hast dich arm gemacht, damit wir reich sind. Nicht reich um für uns selbst, aber damit wir reich sind, um anderen Menschen mit dem Reichtum, den du uns zufallen lässt,
Ding kannst. Du siehst die große Not in Afrika, in Argentinien, in Brasilien. Und ich sehe im Glauben, dass wir viel, viel, viel Reichtum erhalten und dass wir Nationen dienen werden. Ich glaube es, ich denke daran und ich spreche es aus. Und im Namen Jesu, ich löse diese Menschen, die jetzt gebunden sind an dieses, an den Negativismus. Ich löse jetzt davon und ich spreche sie frei von allen Mächten der Finsternis im Namen Jesu und sie sollen frei sein, zu glauben, was die Bibel sagt im kostbaren Namen Jesu. In Jesu Name. Amen. Gott segne euch direkt aus Bielefeld, euer Bruder in Christus, Evangelist Stefan Daniel Hessmann.